In Deutschland werden am Tag etwa 1500 Körperverletzungen begangen, so auch in diesem Fall. Ein Notruf aus einer betreuten Jugendwohnung erreicht die Zentrale. Ein 16-jähriges Mädchen soll in Gefahr sein. Katja Wolf und Timo Risse sind sofort unterwegs. Vor Ort wartet schon die Sozialarbeiterin. Hallo, Polizei, hallo. Sie haben angerufen? Ja, ich habe angerufen. Ich kriege die Tür und warte nicht auf. Sie sind hier? Sie arbeiten hier? Was machen Sie? Ja, ich bin mit dem Tür aufzukriegen. Da ist Kim drin. Diese blöde Tür nicht. Lass uns einmal, die Polizei ist da. Geht's einmal einen Schritt zurück, bitte? Lass uns mal hier stehen. So, wer sind Sie bitte? Ich bin der Hausmeister. Und wer ist da drin? Da ist die Kim drin. Da ist die Kim drin. Krieg die Tür nicht auf. Ich krieg aber die Tür nicht auf. Oh, ich probier's. Kim? Antworte die ganze Zeit nicht. Die Polizei ist da! Hab ich auch schon versucht. Was ist mit der Kim los? Ja, wir wissen es nicht. Ist sie irgendwie krank? Braucht sie Medikamente? Nein, oder? Gar nicht. Ich weiß es nicht. Ich war mit ihr heute zur Klausur verabredet und sie hat aber nicht aufgemacht. Also ich habe die ganze Zeit versucht, an sie ranzukommen, aber ich krieg die Tür nicht auf. Kriegst du die Tür auf? Ich probiere es. Wie lange ist sie ja schon drin? Oh, bestimmt eine halbe Stunde. Oh, eine Stunde. Oh. Scheiße. Ich geh mal gucken, ob ich noch was finde. 20. Wir brauchen ja einmal einen RTW. Wir haben eine weibliche Person nicht ansprechbar verletzt. Die Beamten mutmaßen, dass die 16-Jährige Opfer eines Sexualdelikts geworden ist. Das Mädchen soll deshalb nach der Erstversorgung im Krankenhaus gynäkologisch untersucht werden. Sie sind da und der Hausmeister, sonst ist niemand da. Nein, sonst ist niemand da. Okay. Die anderen habe ich versucht zu erreichen. Die Anna habe ich per Telefon erreicht. Die ist auch schon die Person. Entschuldigung, ich muss aber dringend weg. Ich habe noch andere Sachen zu tun. Kann einen Moment. Ja. Wir nehmen gerade mal die Personalien auf und dann können Sie sofort gehen. Die Polizisten erfahren, dass die Betreuerin der Jugend-WG den Hausmeister um Hilfe gebeten hatte. Die Polizeikommissarin informiert sich über das Umfeld der Verletzten, um Hinweise auf den Täter zu erhalten. Und wie viele Personen werden hier insgesamt betreut? Insgesamt 4 Personen, also 3 Mädchen und ein Junge. Okay. Und die anderen, die aber sonst hier im betreuten Wohnen leben, die sind jetzt aber nicht da? Nein, die sind nicht da. Okay. Also ich habe versucht anzurufen. Die Anna habe ich erreicht. Die Anna wohnt hier auch? Ja. Gut. Und die Anna hat irgendwie einen persönlichen Bezug zu der Kim oder schwierig? Wir sind Freunde, also Kim hat sich nie irgendwas... Was ist mit den Eltern von der Kim? Ich sag mal so, sie war mal persönlich, also wir sind hier im betreuten Wohnen. Mhm. Also das bedeutet, dass wir hier Teenagern helfen. Ich bin wie so eine Ersatzmama für sie. Ja, also zu den Eltern besteht kein Kontakt? Nein, nicht mehr. Also wir sind sozusagen schon in dem Bereich drin, dass persönliche Diskrepanzen gab, beziehungsweise Familiendramen oder halt Jugendliche werden ja hier aufgenommen und wir helfen denen. Nee, wäre jetzt nur die Frage gewesen, ob man da noch irgendwelche Infos jetzt bekommen kann. Ich denke nicht. Können Sie sich irgendwie erklären, wie es dazu gekommen ist? Gibt es mit irgendwem Konflikte, irgendwie Theater? Gibt es irgendwen, wo Sie denken, der wollte der Kim was Böses? Ich kann es mir gar nicht erklären, weil Kim hatte die ganze Zeit nichts vor. Also sie hat die ganze Zeit gelernt und ich habe versucht, sie anzurufen. Wir waren eigentlich verabredet für Klausurlernen. Gibt es Probleme innerhalb der Einrichtung irgendwie, unter den Mädchen vielleicht? Nein, gar nicht. Streitigkeiten mit dem Jungen unter den Mädchen? Nee, das Einzige war, dass vor kurzem, also sie hat eine Trennung hinter sich mit dem Felix. Und der Felix wohnt auch hier, oder ist der das? Felix wohnt auch hier, ja. Er hat ihr nach der Trennung halt ein paar Streiche gespielt. Wir haben hier das Handy der Betreuerin bekommen. Darauf ist halt ganz klar zu sehen, die verletzte Person, die hat im Vorfeld schon mal bei der Beziehungstat mit ihrem Freund halt einen Streich gespielt bekommen, was wir momentan halt nicht mehr als Streich bezeichnen können, weil das ist ganz klar eine Körperverletzung. Wenn man halt irgendwelche Substanzen in Cremes einmischt und dann dadurch halt Ausschlag entsteht, ist ganz klar eine Körperverletzung. Probieren Sie am besten nochmal anzurufen. Vielleicht kriegen wir ja noch einen von den Mädchen ran. Also es klingelt. Es klingelt in der Küche, glaube ich. Ich guck mal. Küche? Oder irgendwo. Hier klingelt doch irgendwas. Hier. Saskia Mischke. Ja. Handy hier vergessen. Aber das passiert öfters mal. Also sie hat eine Arbeitsstelle erst vor kurzem bekommen und sie ist immer mal ein bisschen unzuverlässig. Das Handy von ihr liegt da, wo sie gerade angerufen hat. Aber sie ist absolut
Da ist nichts. Also sie lässt das halt einfach mal ein bisschen liegen, aber... Die Beamten haben keine Einbruchsspuren an der Wohnungstür gefunden. Der Verdacht liegt für sie daher nahe, dass einer der Mitbewohner die Tat verübt hat. Die Polizisten wollen die anderen WG-Mitglieder befragen. Eine Mitbewohnerin kommt gerade nach Hause. Wir haben ihre beste Freundin verletzt in der Badewanne vorgefunden. Die war auch gefesselt. So, jetzt ist die Frage, ja, das wüssten wir auch gerne. Können Sie da irgendwie sich das erklären, irgendwie sich einen Reim drauf machen? Gibt es irgendjemanden, mit dem die Anna, nicht die Anna, die Kim Theater hatte oder irgendwas? Eigentlich gar nicht so. Sie hatte mal einen Ex-Freund, der wohnt auch hier. Der Felix. Ja, genau. Ja gut, aber trauen Sie dem sowas zu? Nein, überhaupt nicht. Sowas überhaupt nicht. Also gar nicht. Noch nie irgendwas mit Gewalttätigkeiten vorgekommen zwischen den beiden? Mm-mm. Gar nicht. Oder in den letzten Tagen irgendwie Besuch gehabt? Irgendwie komische Leute nicht, oder so? Für Katja Wolf und Timo Risse hat der Ex-Freund aber bisher als einziger ein Motiv für die Tat. Streit nach der Trennung. Was ist denn los? Was willst du? Saskia, lass mich in die Ruhe. Was soll der Scheiß? Hallo. Was ist denn los? Was ist denn los? Komm, nein, mal nein, rein. Das ist mal mit nichts. Ihnen. Nein. Hallo. Das ist nichts. Nein. Das ist nichts. Was sollen Sie von mir? Bitte. Kommen Sie einfach mal was rein. Damit was ist hier los? Ja, das wollen wir Ihnen ja erklären. Lass mich in Ruhe. Nein. Lass mich in Ruhe. Was ist denn hier los? Ruhig bleiben. Was ist denn hier für eine Aktion jetzt? Hä? Wir stellen hier ein paar Fragen, da flippt man hier aus. Hä? Sie überraschen was für einen Grund hat man denn hier so auszureden? Können wir uns jetzt mal ein bisschen beruhigen? Ja? Und uns unterhalten? Geht das? Kriegen wir das hin ohne Fesseln? Gut. Die Einsatzkräfte ermitteln, dass der junge Mann sich aus Furcht widersetzt hat. Er befürchtete, wegen eines Regelverstoßes aus der Jugend-WG zu fliegen. Die Beamten misstrauen ihm jedoch, denn... Er hat kein Alibi. Sie sind der Ex-Freund von der Kim, ist das richtig? Felix Stürmer, ja. So, und gibt's da irgendwie noch Theater? Haben Sie irgendwie noch irgendwie... Wie? Was ist denn mit der Kim überhaupt los? Die Kim ist verletzt hier aufgefunden worden und wir versuchen herauszufinden... Da soll ich was mit zu tun haben? Wenn Sie mir zuhören würden, dann wüssten Sie auch, worauf ich hinaus will. Wir versuchen herauszufinden, was da passiert ist und wer damit im Zusammenhang steht. Ich hab damit nichts zu tun. Ich war die ganze Zeit in der Werkstatt. Ja, es geht nicht darum, ob Sie da was mit zu tun haben, sondern ob Sie sich das irgendwie erklären können. Ich habe keine Ahnung. Haben Sie noch Kontakt zu der Kim? Ich hatte mich vor ein paar Wochen mit Kim getrennt und ehrlich gesagt war das auch ein Streich noch für mich. Ja, es gab diesen Streich mit der Bräunungscreme und im Nachhinein hat sie ein Bild gepostet und ja, es tat mir auch leid. Und damit war das Ding auch für mich gegessen. Ich musste das ja irgendwie verarbeiten, aber ich würde Kim niemals sowas antun. Und was gehen wir denn jetzt gerade aus? Also so wie es hier aussieht, wir haben jetzt hier die Wohngruppe, hier sind 4 Personen, die hier betreut wohnen. Die Kim lag jetzt verletzt und gefesselt in der Badewanne, sie war auch zu dem Zeitpunkt alleine in der Wohnung. So wie es im Moment aussieht, gehen wir erstmal von einer Beziehungstat aus. Aber wie das Ganze natürlich jetzt hier im Zusammenhang steht, wie die Verhältnisse sind, das versuchen wir jetzt erstmal zu ermitteln. Noch finden die Beamten keinen Anhaltspunkt für die Tat. Laut Krankenhaus hat das Opfer eine Gehirnerschütterung, aber es ist nicht sexuell genötigt worden. Die Kripo kommt hinzu. Bei der Befragung ergibt sich ein weiterer Verdächtiger und Hinweise auf eine sexuell motivierte Tat. Schlüsselgewalt von der Wohnung haben nur Sie 4, die hier drin wohnen, und Sie 5. Also nur 5 haben Schlüsselgewalt. Ja, 5, ja. Also die Lara, also, die hat ihr Handy liegen lassen, aber ich habe sie heute noch gar nicht gesehen. Also, wollte Ihnen nur sagen, dann muss jemand diese 6. Person hier reingelassen haben. Das heißt, muss jemand ihn kennen. Ansonsten würde man ja, wer der ja, müsste ja illegal die Schlüssel besorgt haben. Haben Sie Freunde hier gehabt? Hat sie einen neuen Freund? Also ich bin nicht im... Ja. Schlüssel, sagst du. Ich schau noch mal eben hier, ob der Hausmeister noch da ist. Ja. Der ist gerade irgendwie hoppla hopp nämlich abgehauen, beziehungsweise wir haben ihn entlassen, ne? Er ist nicht abgehauen. Also er ist nur da, wenn ich sozusagen da bin. Das wäre jetzt der Einzige, ja. Aber der hat ja nun mal auch die Schlüssel. Wollte ich gerade sagen, der muss ja auch einen Schlüssel haben. Vielleicht wird er irgendwann hier beobachtet. Wir fragen ja, genau, mal. Schauen wir, ob ich ihn noch mal antreffe. Ja, mach mal. Ich glaube, ich gehe mich noch mal ein bisschen umgucken da im Bad. Ist das recht? Ihr habt ja sicherlich auch schon mal ein bisschen geguckt, aber irgendwas stimmt ja hier nicht. Im Badezimmer habe ich dann unter anderem diesen Duschkopf, der ordnungsgemäß angebracht war, mir mal angeschaut, der ja durchaus möglicherweise geeignet ist. Sie haben damit durchschlagen auf den Kopf oder wohl noch immer ordentliche Verletzungen zuzufügen. Blutspuren waren nicht dran, von daher ist er eigentlich raus. Aber bei näherem Hinsehen fiel mir dann auf, dass da, wo für gewöhnlich in der Mitte Wasser rauskommt, kein Wasser mehr rauskommt, sondern scheinbar dran herummanipuliert wurde. Ferner hat der Duschkopf hier oben leichte, ja, ich sag mal, Kratzspuren. Das heißt, da war irgendjemand bei und hat scheinbar dieses Ding umgebaut, für welche Zwecke auch immer. Ach, das ist das Handy von der, die fehlt. Ja, genau, das war das Handy, was da liegen gelassen worden ist von der. Was ist das denn?
Hä? Klaus? Wo war die Küche? Hier, wo ich bin. Ja. Auch was drin oder was? Das ist Müll. Aber gucken wir, was das denn da? Wer schmeißt eine kleine Micro-SD-Karte neben seinen Mülleimer? Weißt du, wie das aussieht? So eine Halterung für irgendetwas. Eine Halterung? Eine Kamera? Braucht ihr den Computer zum Auslesen eventuell? Hast du ihn unten im Auto? Ja, kann ich schon. Hol mal rauf, bitte. Hol mal rauf. Dann wird er immer lustiger hier. Linus Haie und Klaus Schäfer vermuten, dass im manipulierten Duschkopf eine Minikamera eingebaut war. Vermutlich wurden die Mädchen bespannt. Auf dem Chip ist ein Video gespeichert. Dies zeigt, dass es möglicherweise noch ein zweites Opfer gibt. Wer ist das? Ist das die Kim? Das ist das die? Ist das die? Ja, das ist die Kim, okay. Ja. Was war das? Da ist noch eine dritte Person, oder? Oh, okay. Das ist ein Vorschlaghammer gewesen. Nochmal zurück. Beim Betrachten des Videos haben wir Standbilder genommen, weil wir uns sicher sehen wollten, was das für eine Person war, die da im Bild zu sehen war. Es war auf jeden Fall ein männlicher Arm mit einem Hammer und einer grauen Jacke an. Die Betreuerin hat dann gesagt, ja, diese Jacke kommt ihr so bekannt vor, weil diese Jacke hat der Hausmeister schon häufiger angehabt. Wo ist dann Lara? Er zieht sie raus, siehst du? Naja, die geht nicht freiwillig. Also, die geht nicht freiwillig. Wenn sie zusammen wohnen, dann haut sie ja nicht ab, wenn ihre Freundin da liegt. Eben. Man sieht ja, dass sie rausgezogen wird gegen ihren Willen. Okay. Also ich würde sagen, wir müssen den Hausmeister finden. Wo hat er sein Büro oder wo wohnt er? Wissen Sie das? Also ich bin gerade einmal durchs ganze Haus, der ist nicht mehr da. Er hat keinen festen Wohnsitz. Das Problem ist, er wohnt im Wohnwagen. Aber ich weiß, wo... Er wohnt im Wohnwagen? Ja. Wo ist der Wohnwagen? Ich kann Ihnen keine Adresse nennen, aber ich weiß, wo er steht. Ich weiß, wo er steht, ja. Dann würden wir Sie gleich mitnehmen, dann zeigen wir uns das, was ist. Glaubst du, fahren? Wollen wir da mal hin? Wir fahren da mal hin. Fahren wir am besten zusammen. Das können wir ja nicht sagen. Wir wissen im Moment genauso viel wie Sie. Würden Sie uns mal begleiten, damit Sie uns zeigen, wo der Wohnwagen ist? Hier nicht selbst hin. Bleibt ihr so lange hier bis Spusi und so weiter? Ja. Die Kommissare vermuten, dass der Hausmeister der fehlenden Mitbewohnerin etwas antut. Schließlich ist sie Zeugin seines Verbrechens. Aufgrund der Kamera im Duschkopf folgern die Ermittler, dass der Täter zu sexueller Gewalt neigen könnte. Den werden wir anhalten. Der dreht und wendet. 23.13 von 32.16. Fahrzeug, ein Caravan mit Hänger, wendet in die Stadt. Wir kommen nicht dran vorbei, er fährt Schlangenlinie. Mach die Straße bitte vorne dicht. Gar nicht, Mann. Ist er betrunken? Mal sehen, was ihm jetzt einfällt. Scheiße. Sie steigen nicht auf. Sicherst du? Ja. Komm raus! Oh. Komm raus, komm hoch. Komm ab. Wo ist das Mädchen? Was für ein Mädchen? Komm, wo ist das Mädchen? Was für ein Mädchen? Was für ein Mädchen? Obwohl der Hausmeister sich ahnungslos gibt, sind die Kommissare sicher, den Täter zu haben und damit auch das vermisste Mädchen. Aber da die Polizisten keine Stimme oder Geräusche aus dem Inneren des Wohnwagens vernehmen, befürchten sie das Schlimmste. Bist du rein? Oh, Scheiße. Ah, komm. Ruf mal RTW. Ja, ja. Hallo, können Sie uns hören? Wir sind Leitzentrale von 3216. Lara, hörst du uns? Die Polizei ist da. Ja, wir brauchen jetzt unserem Einsatzort brauchen wir RTW, NRW, Personen nicht ansprechbar drin, gefesselt. Der Fahrer von dem Caravan festgenommen, dem 1323 übergeben. Die Polizei ist da. Und noch ein Streifenwagen zur Verstärkung hier für den Unfall. Katja Wolf gelingt es, die 16-Jährige zu Bewusstsein zu bringen. Die Hämatome am Körper der jungen Frau lassen für die Polizisten nur einen Rückschluss zu. Auch sie wurde von dem Hausmeister tätlich angegriffen. Ob er sie sexuell bedrängte, müssen die Kripo-Beamten vorsichtig erfragen. Die vermisste Person Lara ist im Wohnwagen angetroffen worden und ist ansprechbar, aber wir brauchen trotzdem eine Kamera. Eine Kamera. In der Dusche, ne? In der Dusche, genau. Und dann haben wir den Hausmeister gerufen. Der hat meiner Freundin einfach nochmal auf den Kopf gehauen. Und dann lag die da auf dem Boden. Und dann. Lara! Oh Gott, Lara! Die Kommissare wissen, wie wichtig eine emotionale Stütze für Gewaltopfer ist. Dennoch müssen sie ermitteln, was der Täter der jungen Frau angetan hat. Dann hat der Hausmeister was gemacht? Sie mit dich mitgenommen? Er hat mich mitgenommen und hat mich geschlagen und ich hier in dem Wohnwagen gefesselt. Ja, okay. Hat er was gewollt? Hat er irgendwas gesagt, warum er das gemacht hat? Ich verstehe das auch nicht.
der war so irgendwie alleine, keine Ahnung, einsam und hat da überall Bilder von uns drin. Ob man dieses Verhalten, ein junges Mädchen, ich sag mal, zu entführen oder der Freiheit zu berauben, dann in so einem kleinen engen Wohnwagen durch die Gegend fährt, gefesselt, geknebelt, diese ganzen Fotos da drin, die Enge, ob das nun der typische Sexualtäter ist, müssen wir noch mal sehen. Es gibt da ein sehr breites Feld, wie Sexualtäter vorgehen. Die unterscheiden sich teilweise erheblich. Ob er nun wirklich hier eine sexuelle Neigung ausleben wollte oder ob er ganz andere Dinge mit ihr vorhatte, ob er das überhaupt wusste, was er da vorhatte, da bin ich noch nicht so ganz von überzeugt. Das würde er uns hoffentlich an der Wache in der nun folgenden Vernehmung demnächst erzählen. Ich wollte die nicht verletzen. Und Sie wollten die auch nicht mit Videokamera in der Duschbrause filmen? Doch, das wollte ich. Aber ich wollte sie nicht verletzen. Die beiden Bewohnerinnen hatten die Kamera im Duschkopf entdeckt und den Hausmeister um Hilfe gebeten. Im Affekt schlug der Täter zu und entführte die Zeugin, aus Angst, von ihr verraten zu werden. Ihn erwartet eine Haftstrafe. Die Freundinnen erholen sich.